Hallo und herzlich willkommen, liebe YouTube-Freunde, zu unserer neuen Folge von Age of Empires 2, der HD Edition. Und ja, mit dabei auch wieder der Julian. Heyo! Beziehungsweise, was heißt mit dabei? Eigentlich bin ich ja nur mit dabei, aber ich mache halt immer die Ansprachen. Ich weiß nicht, was du heute gesoffen hast, ne? Was? Aber was ist das für eine Ansprache? Du auch mit dabei, als wenn du so ein Aussässiger wärst. Ja, ich bin hier eigentlich, ich gehöre hier gar nicht hin, so hört sich das an. Ist auch egal, vielleicht schlechte Wortwahl einfach. Ja, ist ja egal. Ey, aber... Wo ist denn... Was? Wir haben gerade irgendwie total behindert durcheinander geredet, was los? Welche Farbe bist du? Ich bin blau, wie immer, und du also, bist Also, das heißt... Rot. Gelb und grün sind unsere Feinde. Naja, okay, das heißt es, da hast du schon recht. Aber ich frage mich, wo ich zumachen muss. Kann ich... Ich glaube, ich kann dir das markieren. Nee, siehst du bei dir so ein bisschen südlich, da gibt es so eine Enge, da kurz bevor dieser See ganz unten links kommt, da ist so Ach, eine bei Enge den Wildschweinen. Zwischen... Ja, da kannst du gut eine Mauer bauen. Bei mir sieht's schon ein bisschen schlechter aus. Du musst übrigens zwei Mauern bauen. Auf der anderen Seite geht's auch nochmal rum. Da können sie auch vorbeikommen. Wir. Ach so. Hä? Wo können die rumkommen? Hier? Da noch eine kleinere Enge, ne? Ja, ja. Okay. Die ist so näher bei mir in der Gegend. Ich sehe schon, wie wir wieder voll abkacken werden, genauso wie in der letzten Folge. Ja, wieso? In der letzten Folge haben wir gewonnen. Ja, am Ende haben wir gewonnen, aber am Anfang sind wir ganz schön am Arsch gewesen. Gar nicht. Naja, okay, aber... Wir waren immer ganz kurz vorm Ende, hatte ich das Gefühl. Ja, aber später waren wir einfach überlegen. Ja, ich muss jetzt auch hier die anfangen. Die Mauern zu ziehen und so auch meine Rohstoffe so ein bisschen hier mit einzuzäunen. Der andere Typ ist schon so vor der Zeit vorangeschritten. Ja, ich kann auch gleich zur nächsten Zeit. Ja, muss, kannst du schon? Ich muss noch irgendeine Sache bauen. Dann baue ich. Am besten sind Mühle. Ist immer Kaserne. Kaserne. Ja, die Kaserne habe ich schon, aber ich muss die Mühle noch. Ich werde von einem wilden Tier angegriffen. Wo denn? Ja, ich bevor ich zur nächsten Zeit voranschreite, sorge ich aber erstmal für. Da war ein was Wolf. Passiert. Ja, das ist immer scheiße. Und bei mir ist schon der erste gelbe Reiter durchgekommen. So. Du schaffst mich, Bert. Du schaffst mich fett. Bofos. Diese Scheiße. Ey. Du schaffst mich fett. Ja. Was für ein Kack. Du schaffst mich fett. Ey, ich raff's nicht. Ah, ich werd schon wieder von so einem fucking Tier angegriffen. Und ich komm hier gar nicht nach mit der. Mit der Produktion irgendwelcher Dorfbewohner und so, die hier dann was aufbauen. Los Leute, baut. Und ich kriege nicht genug Dorfbewohner anladen. Ja. Ja. So ist das. Schassen. Immer diese blöden Sprachen. Am liebsten würde ich jetzt mal alle Sachen ausprobieren, alle Völker, um mal zu gucken, welches so die blödesten Wörter hat. Achso. Also Husha Schmiefer ist auf jeden Fall ganz oben auf meiner Liste. Das ist so ein scheiß Wort, das kann ich kaum aussprechen. Huschnaf. Husha Schmiefer. Husha Schmiefer.
Was du auch noch so machen kannst, glaube ich, wo ist denn das? Abbrechen? Hier. Da kannst du so Sprüche machen. Wo? Bei Shetten? Da gehst du oben auf diese komische Trompete. Ja, bitte. Und dann kannst du da irgendwelche Sachen machen. Ja. Oh, was ist das denn für Scheiß? Richtiger Bullshit. Ah. Ah. Jetzt probier die aber nicht alle aus, die sind alle scheiße, das weiß ich noch von damals. Das weißt du doch gar nicht. Vielleicht ist das ja eine HD-Version anders. Gibt's bestimmt einfach nur mehr Bullshit. Ja. Buschmiefer. Buschmiefer. Buffers. Buffers, Buffers. Buschmiefer. Buschmiefer. Alter, das ist so ein scheiß Wort, ne? Buschmiefer. Buschmiefer. Oh, damit will ich mich jetzt gar nicht aufhalten. Du bist das Wort, ey. Alter, der grüne Reiter ist irgendwie schon bei mir drin. Wo kommt der denn her? War der bei dir? Vielleicht gibt's irgendwo eine Lücke in deinem Verteidigungssystem. Kann natürlich sein. Der gelbe kommt jetzt auch zu dir rüber geritten. Kommen die vielleicht von dir? Kann's mir nicht vorstellen. Also hier ist es safe. Guck mal meine Mauern an, ob die safe sind. Ziehst du die immer bis in den Wald rein? Ja. Oder machst du das nur so Pi mal Daumen so? Bis in den Wald. Ja, aber bei mir gibt's eigentlich auch keine Sicherheitslücken, die ich jetzt so sehen kann. Ja, das werden wir ja irgendwann wahrscheinlich schmerzhaft erkennen, wo unsere Sicherheitslücken liegen. Hoffentlich nicht so schnell. Timberoch waren die, das ist ja noch besser. Timberoch waren die. Scheiße. Ja, aber guck mal, genau wie in der letzten Folge sind die gelben und die grünen hier wieder direkt am Aufbauen und wir kommen überhaupt nicht nach. Hopdelagi. Bilek. Tja, vielleicht sind wir einfach unfähig. Wir sind ein bisschen zu lahm. Ich hab schon ganz viele Häuser, das nennst du lahm. Ich hab auch schon ganz viele Häuser. Bofoth. Huschaschniefer. Ey, wir müssen echt aufhören, jetzt diese Scheiße nachzusprechen. Das juckt doch keine Sau. So, ich schreite jetzt erstmal zur nächsten Zeit voran. Huschaschniefer. Aber wie ich sehe, was gut ist, auf jeden Fall, du hast bei dir richtig viel Gold. Sehe ich. Ich habe nicht so viel Gold, aber am Ende werden wir dann schon irgendwie auf einen gemeinsamen Entschluss kommen, wie wir das handeln. Ja, wird schon. Ja. Jetzt habe ich hier noch diese beiden Frauen, die hier nicht zu tun haben. Denen ich vorher da die Mauer aufgebaut habe. Der Vorteil an der Map hier ist, dass wir so ein bisschen durch den Wald geschützt sind und dass wir nicht von über die Seewege angegriffen werden können. Das finde ich ist auf jeden Fall ein Vorteil hier an der Map. Ja. So, ich bin jetzt gleich in der Feudalzeit. Budum. Ich kann jetzt auch heißt, in die Ritterzeit. Jetzt, in die Ritter. Du kannst schon in die Ritterzeit. Ja. Ja, du sagst, wir sind zu langsam. Ich glaube, ich weiß, wer zu langsam ist. Ja, ich bin zu langsam. Aber bei dir stehen hier, kommen schon die ersten feindlichen Truppen laufen bei dir an den. Wo? An welche Mauer? Da ist so ein Bogenschütze, der patrouilliert da. Aber wie weit die schon sind, dass die da schon irgendwelche Leute da so am Start haben.
Oh, in der Imperialzeit und ich bin gerade erstmal in die Feudalzeit vorangeschritten. Juhu, wahrscheinlich, oder? Ich kann's nicht glauben. Denn du bist schlecht. Ja, bin ich auch. Nein, nein, nein. Was hast du damals noch viel öfters gesuchtet als ich? Was ist los mit dir? Denkst du jetzt an, eine zweite Mauer da zu bauen? Klar. Vielleicht gar keine schlechte Idee. Das Blöde ist, ich bin hier. Meine Mauer steht direkt an der feindlichen Front und die haben direkt bei meiner Mauer eine Waffenschmiede. Ich glaube, ich weiß, was ich mache. Ich hole mir da die Steine weg und dann, setze ich die Mauer weiter nach hinten, weil sonst werde ich da vorne nämlich durchgehend angegriffen. Und ich entsende direkt schon mal ein paar Truppen dahin. Ich bin übrigens in der Ritterzeit. Ja, meine Mauern werden angegriffen. Ich verliere. Meine komischen Soldaten hier mit Holzknüppeln kommen dagegen gar nicht an. Ja, Huschasmiter. Ich habe nicht so viele Leute, die ich dir schicken kann. Ja, wo sind sie denn? Ach, da. Ich musste jetzt leider alle in den Kamm, in den Tod schicken. Meine ganzen Soldaten. Ja, Alter, bei mir war so ein Reiter. Der hat uns auch schon angegriffen. Ja. Ja, Belek. Bringt mir in der Universität viel? Da kannst du auf jeden Fall einige Sachen erforschen, die vieles verbessern. Okay. Also das bringt's auf jeden Fall, meiner Meinung nach. Ja. Ey, jetzt werde ich auch noch an der anderen Mauer angegriffen. Ey, komm, fickt euch doch. Huschasmiter. Puin. Huschasmiter. Ich würde ja gerne helfen, aber ich konnte nur 10 Männer entsenden. Ja, die sind noch nicht so wichtig. Die kannst du, glaube ich, auch gleich wieder abziehen. Weil du verloren hast? Nee, weil die gar nicht jetzt. Konnte das jetzt stoppen. Die haben da nur diese Mauer angegriffen. Und jetzt haben sie sich wieder sie haben sich wieder zurückgezogen, die Gelben. Warte mal. Gut. Ja.
Huschaschmieter. Gefühl, die wollen hier jetzt meine Dorfbewohner ausrotten, oder? Komm. Nö, er patrouilliert da nur lang. Ja. Huschaschmieter. Ich hab ein neues Wort. Himberochambi. Po? Wir müssen auf jeden Fall unsere Rohstoffproduktion noch ein bisschen in die Höhe treiben hier. Tja, ich weiß, wie ich das mache. Besser ja, als letztes Mal. Ich hab jetzt. Ah, weiß ich nicht, ob es viele Felder sind, aber doch schon mehr als beim letzten Mal, so dass mir das Essen nicht ausgeht. Ja, Felder habe ich auch viele. Aber du findest es doch nicht schlimm, wenn ich eine Mauer zu dir errichte, ne? Nö, finde ich nicht. Da kommt halt noch ein Tor rein und das ist halt so, falls einer ausgerottet wird, nicht, dass die dann direkt durchmarschieren können. Ja, ich halte das auf jeden Fall nicht für eine schlechte Idee, kannst du machen. Huschaschmieter. Warte. Huschaschmieter. Warte. Huschaschmieter. Po? Huschaschmieter. Buin. Huschaschmieter. Huschaschmieter. Warte. Huschaschmieter. Oh, du bist aber auch ganz blühend hier am Start. Muss so. Da fällt mir auf, ich muss auf jeden Fall einen Marktplatz bauen, dass wir den Handel anfangen können. Ja, den habe ich schon. Ja, das ist auf jeden Fall gut. Buin. Huschaschmieter. Name Matter. Alter, bei mir sind gerade grüne und gelbe patrouillieren gegangen. Du musst auf jeden Fall mehr Felder bauen, sehe ich gerade so bei dir. Okay. Ist gut. Aber ich muss zugeben, beim letzten Mal hatte ich weniger Felder. Und ich gehe jetzt in die Imperialzeit. Bin immer noch in der Feudalzeit.
mache nämlich die ganze Zeit Dorfbewohner, mich hier aufzubauen, was Rohstoffe und sowas angeht, und deswegen bin ich noch gar nicht dazu gekommen, da diese Feudalzeit, beziehungsweise diese Ritterzeit ja. zu machen. Aber das ist voll krass, was Grün und Gelb schon wieder auf die Beine gestellt haben. Ja, ne? Oh Mann. Kann ich mir irgendwie kaum vorstellen. Ja, echt. Du musst auch so eine Schmiede bauen und da alles aufrüsten. Du musst wirklich überall alle möglichen Sachen erforschen. Dann kommst du voran. Das Gute ist, dass die meinen Steinbruch da nicht abbauen. Den ich da so außerhalb meiner Mauer habe. Da habe ich nämlich so einen kleinen geheimen Steinbruch im Wald. Den brauche ich auch. Ich brauche mehr Häuser, ey. Ja. Kuschaschmitter. Kuschaschmitter. Auf die Lagi. Kuschaschmitter. 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 Queen. Kuschaschmitter. Kuschaschmitter. Was? Kuschaschmitter. Ja. Ja, aber ich fange schon ja, an, hier Armeen aufzubauen jetzt. Ja, ich habe auch schon einige. Kuschaschmitter. 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 Hast du schon mal? Ja. Du musst übrigens mal hier vorne deine Truppen zurückrufen. Ja? Beziehungsweise. Ach weil so. Die fangen jetzt hier an, denen nachzulaufen. Ich meine, ich lasse meine drei Leute lasse ich jetzt in den Tod rennen. Ja, meine können auch so ruhig in den Tod. Dann mach ich die nochmal aggressiv und dann geht's jetzt los. Ist ja geil. Dass sie wirklich so dumm sind, uns von Anfang an zu greifen. Ja. Kuschaschmitter. Ich habe meine Wachtürme geupgradet. Das hattest du damals ja auch. Und ich glaube, das ist ganz gut. Kuschaschmitter. So, jetzt schnell zur nächsten Zeit voranschreiten. Ich werde hier. Obwohl, nee. Ich dachte schon, ich werde hier hart attackiert. Ja. Ja. Bothot. Ich höre immer, dass ich irgendwie angegriffen werde. Ach so, da kommt einer, der gerade Stress machen will. Und ist tot. Dass ich immer mehr Häuser brauche, ey. Hab's mir hier schon mehr Häuser als in der Großstadt, aber das reicht noch nicht. Kuschaschmitter. Buin. Ich bin wenigstens gleich schon meiner Ritterzeit. Hast du schon den Marktplatz?
Ja, habe ich. Dann schicke ich jetzt meine Reiter. Wo ist denn der Marktplatz? Über meinen Feldern ist der. Ach da. Who shall meet her? Kuschasmiter. Ja. Kuschasmiter. Hey, hier waren grüne Leute bei mir drin. Ich werd angegriffen. Shit, du wirst richtig hart angegriffen. Aber ich kann dir nicht helfen. Obwohl doch, ich kann Truppen schicken. Willeck. 30 Mann schicke ich jetzt zu dir rüber. Na gut, ja, fast ich hab 30 Mann. Alter, woanders wäre ich auch angegriffen, aber da sind sie schon durch. Krass. Die sind schon durchgebrochen. Alter, die kommen jetzt mit schwerem Geschütz. Wenn du noch mehr Hilfe brauchst. Die sind abgehauen. Ja, du hast da noch so einen feindlichen Mönch bei dir stehen, der versucht deine Leute zu bekehren. Das heißt, also der kann die auch. Wo ist der? Ach da. Der ist da irgendwo rum, ja, die Schlacht getötet. Der kann nämlich deine Leute zu sich bekehren und dann greifen die. Und dann wechseln die halt die Farbe und greifen dich an. Kriegst du deine Mauern repariert? Ja, ich brauche jetzt hier nur den Dorfbewohner, der sich darum jetzt kümmern soll. Ja, ging ja noch mal gut. Ja, bei mir waren sie ja auch hier drüben, die sind irgendwie von dir aus rübergekommen zu mir. Da waren nämlich, ich habe nämlich gerade gesehen, dass in meinem Dorf haben meine Reiter irgendwen platt gemacht. Es kommen immer vereinzelt Leute hier.
Ja, die kommen da durch die Lücke in deiner Mauer, ja, die geschlossen ist. Die Lücke wird ja jetzt geschlossen. Und da kommen nächste, also jetzt kommt wieder eine ganze Reihe an Feinden da zu dir. Scheiße. Von den Grünen aus über das Tor, wo noch eine Lücke ist. Meine Streitkräfte jetzt gerade in Richtung der Mauern ab. Alter, die schlachten hier. Was greift die an, Alter? Scheiße. Halt die Lage. Radi da. Ja. Was hat's? So, ich schreite jetzt auch zur Imperialzeit voran. Das hört sich gut an. Ja. Oh, oh, oh. Ich glaube, ich werde gleich von den Gelben angegriffen. Fangen jetzt jedenfalls an, meine Mauern dann wieder zu reißen, die ich da vorher aufgebaut hatte. Hier, du hast noch Leute bei mir, die kannst du dann zurückordern. Ja, stimmt. Bei dir kommen die Gelben durch und siehst du das? Da kommt jetzt auch noch eine ganze Streitmacht zu dir, die auf jeden Fall ein bisschen. Was sind denn da für Wunder, die ich hier hatte? Da. Timber Hochwandi. Radi da! Radi da! Radi da! Jetzt hauen sie ab. Der schickt immer wieder Mönche zu mir, das kann doch nicht wahr sein. Ah, jetzt habe ich den Mönch umgebracht. Und mit diesen schönen Bildern verabschieden wir uns für diese, ja, ist schon eine XXL-Folge, aber für einen Einstieg ist so eine lange Folge vielleicht mal was ganz Feines. Ja, und auch so. Wir sehen uns dann morgen um 17 Uhr wieder zur nächsten Folge Age of Empires 2 HD Edition. Bis dahin, haut rein, ciao.